richtig. Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Aber wir haben babamäßige Qualität hier von Corsair mal wieder. Das habe ich erst neu gekauft und es flackert. Seht ihr das? So, Problem behoben. Bei Technikfragen. Montana Black. Fragen. Starting Marvin. Heißt der hungrige Hugo aus South Park auf Englisch Starving Marvin? Dann macht er das gleiche nur mit amerikanischen YouTubern. Könnten wir auch drauf reagieren, aber keiner aus meiner Community kann Englisch. Also, die aus meiner Community können richtig gut Englisch. Deswegen konnte ich zum Glück auch den Trial schauen, ne? Ich meine, ich habe manchmal auch nichts verstanden, als da ein bisschen Fachchinesisch gesprochen wurde. True Englisch LK, ich hatte auch Englisch LK, aber das sieht nicht so aus. Man erst in der 7. Klasse. Hallo liebe Drittklässler, hier spricht wieder Herr Schäfer. Hallo, ich bin's, die Twitch-Streamerin. Hey, wir sind nicht alle so. Hallo, sollen es Marcel? Sollen der Scheiß, Mann? Ich kann auch kurz die Kamera anmachen, dann seht ihr auch, was ich hier mache. Nee. Ich meine nicht, das hast du schon mal gesehen. Hallo, ihr lieber Honeypoo. Oh nein. TikTok-Starter-Paket. Ab und zu macht man halt TikToks, die man bereut, ne? Aber vertrau mir, so ein TikTok wird es nicht nochmal geben. Der Feind schwenkt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel ab. Ich mach so ein TikTok nicht nochmal. Weil es macht keinen Sinn, zwei Videos über Warzone zu machen. Oh, mir geht doch alles auf. Ein guter TikTok, ja. Ein Video, ein Video. Oh, Miki, du geiles Sohn. Alter, what the fuck? Mach keine Hausaufgaben, Sohn. Weil es ist so eine Gemeinschaft. Ey, super Jungs. Oha, wie die alle am Arbeiten sind. Komm, lass. Okay, I just figured out how to respawn. I'm gonna go to 8. Digga, was hat der für einen Ausblick aus seinem Fenster? Digga. Bruder, er hat einfach das Meer direkt vor seiner Tür. Das ist ein Beamer, ach so. Mann! Ich nehme keine Substanzen. Ey, wieso? Können nicht irgendwelche netten Klöpfe von mir drin sein? Was ist denn das? Achte mal, ist einfach ein Schilde so doll. Oh, du Süßer. Oh, guck dich mal an. Oh mein Gott, du bist ein kleiner Schnuckiputz. Das ist meine Tante. Ich war auf der Hochzeit von meinem Bruder und meine Tante so, oh, Isabel, ich hab dich so lange nicht mehr gesehen. Ich weiß noch, letzte Mal warst du so klein. Du bist so süß, so hübsch geworden. Oh mein Gott. Und dann war da eine Tante von nicht meiner Seite, sondern von irgendeinem, also der Brautseite, und meinte dann so, oh, Isabel, bist du Schauspielerin? Du siehst aus wie Schauspielerin. Oh, Aktrice. Nein. So, okay, Alter. Ich hatte roten Lippenstift drauf. Also nicht auf der kirchlichen Hochzeit, sondern auf der standesamtlichen. Ich glaube, der rote Lippenstift hat sie abgeholt. Der hat sie auf jeden Fall abgeholt. Warte, bist du live? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. You wanted to. Warum ist er da schon wieder im Video? Du bist hier zum Rentnertreff eingeladen. Der Thomas fragt sich ganz halt schon, wo du bleibst. Der ist schon richtig abgefuckt. Wo bleibst du? Ruhig und. Ich musste sie auf den Arm nehmen, weil sie sonst zur Tür gesprintet wäre und den Dude halt so erstmal angebellt hat. Also hätte. Voll, das juckt die nicht. Die chillt halt so auf dem Arm. Wenn sie so auf dem Arm ist, kein Scheiß, sie ist richtig ruhig. Du lässt sie runter, sie ist manchmal, okay, dann ist sie auch noch ruhig, aber irgendwann wird die wieder hyperaktiv. Dann nimmst du auf dem Arm, dann ist sie ruhig. Es ist irgendein alter Mann in meiner Wohnung. Ja, hallo? Irgendeine Befragung und ich bin verpflichtet, weil das irgendwie von der Republik ist. Ich habe sowas in meinem Leben noch nie gehört. Nein, ey, lass mich nicht wieder alleine, Alter. Oh, das Lied ist gut. Alter, super. Wow. Determination. Ne. Wie heißt das Lied? Weiß das einer? Diese Bongos, genau.
Was ist das denn, Alter? Wie wird man denn hier weg? Ey, ich will mit Q switchen. Ja, was ist mit meiner Kamera los? Ich zeig gleich mal euch, wie es geht, Chat. Ich zeig euch, wie man es schnell. Du kleine Geburt, Alter. Er aimt richtig ab, Mann. Ey, du kleiner Sohn, Alter. Oh Gott, die rasten ja richtig aus. Und danach wieder Kartoffeln essen, aber hier auf Legende tun. Du hängst doch. Du kleiner Wurst, ich zicke dich. Dann haben wir das auch am Ende besser auf dem Server. Verstehst du? Und irgendwann sagt der zu mir, ich hab das schon. Da ist ein Pich! Warte! Da ist voll fette Pich, mach mal Lüttern! Einfach drei Würfe hintereinander, wir zählen. Kein Problem. Oh! Das, ey, der ist drin. Warte mal ganz kurz. Ist das nicht mit Wasser gefüllt? Der Bote kommt. Leute aus einem Fortnite-Bereich. Ja. Du wolltest mir die Hand geben. Und. Da geht's schon. Away. Photoshop war ein Joke. Ich war da nicht mal hellwach. Scheiß auf den Band. Step in einem Nugget. Neuem R8. Hat er nicht den Insi-Modus aktiviert? Ach, nur geil. I can support tomorrow. It's okay. You can support it anytime. Be free. Don't be pressure. Wie bist du da? Ich glaube, ich muss erraten, ja, Baby. Fast die ganze Lampe abgerissen. Egal. Ey, ich kann. Oh Gott, was habe ich da gerade gesehen? Wie bist du da? Oh, fast die ganze Lampe abgerissen. Egal. Ey, ich kann das jetzt gar nicht gebrauchen. Was ist denn mit Carsten los? Passiert! Mann! Was soll ich euch erzählen? Okay, also selbst schuld. Er hat aber auch nicht gesagt, dass er jetzt abgefuckt ist. Das ist natürlich kaputt, das muss man auch sagen. Aber trotzdem so, what the fuck? Was glaubst du, wie viel Geld ist genau drin? 100.000 mal 4? Elevate! 800.000. 800.000. Ist der... Oh Gott. Oh Gott. Der glaubt, da sind 800.000 drin. Elevate. Ey, alle schätzen relativ gut. Und dann kommt ein Elevate-Typ an und sagt, da sind 800.000 im Glas. Wie viel waren da im Glas? Ich hätte geschätzt 200 Euro? 100 Euro? 50 Euro? 200 ist viel. 100? Lol. 200? Oh mein Gott, ich war so gut. 100 bis 200. 172 waren das? Krass. 1,8 Millionen. Also Kopfrechnen ist nicht so deins, ne? Man kann auch laufen. Ehrlich? Fünfzig bis 200, auch eine kleine Spanne. Was, Digga, du hast gelabert. Bodenlos, Digga, sag ich so, wie es ist. Und zwar bin ich jetzt offizieller Partner von. Ich habe einen Casino-Deal angenommen. Ich habe einen sehr, sehr guten, ich habe einen sehr, sehr überkrassen Deal bekommen. Und das ist einfach eine Summe gewesen, wo man einfach nicht Nein sagen kann. Wir wissen es alle so. Wenn ihr so einen Deal bekommen würdet, ihr würdet das auch alle annehmen. Weil wir sind alle menschlich absoluter Dreck. Wir sind alle Müll. Also versuchen wir ein Teurer. Oh Gott, ich hoffe, das ist kein Deko. Wohin lohnt sich das? Die Schraube ist ja echt. Ey, ich war gerade eben, ich dachte halt echt, bis gerade eben, dass es wirklich sowas wie Casino wäre. Ich habe leider vom Casino-Spielen keine Ahnung. Die sind doch immer so bunt. Ich dachte halt wirklich, dass es so Räder gibt. Geht am besten, ne, für mehr Kapazität. Kategorie ändern auf Slots. Wenn sie sagt, dass sie auf reiche Typen steht. Ja, ich. Ready or not, here I come. You can't hide. Der Monte ist ein cooler Idiot, doch. Das ist so easy, ich kann es leider nicht machen. Aber das ist voll easy im Schneidersitz. Ey, ich muss das können. Tennis spielt er nicht so gut. Im Bowling ist er auch kein Ass.
dann machen ihn die anderen nass. Doch eins kann er, ganz ohne Scherz, entertain mit Witz und Herz. Gedicht der Woche mit 2 Euro. Der Muskelkater ist jetzt da, Montes Fitness unbrauchbar. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, der Tippico-Schein muss heute knallen. Auf Real zu tippen ist sehr smart, vielleicht wächst dann auch endlich ein Bart. Wieso musst du das können, weil ich Schneider mit Nachnamen heißt und das ja der Schneidersitz ist? Zega, das war das schönste Gedicht, was ich jemals in meinem Leben gehört habe.